ja irgendwie noch nicht so lange her, dass wir uns hier gesehen haben. Juni? Ja, knapp Monate. Juni. Also ich sollte wieder zum Orchester in 2015 kommen. Ja, ich weiß. Ich freue mich, dass ich nicht so lange warten muss. Ja. Er hat eine ganz genaue Vorstellung, was er haben will und hat dann, also wenn er eine Stelle dann macht, er macht es so oft, bis es wirklich perfekt ist. Und zwar, dritter Takt, macht er deinen Kreis entspannt. So. Ma, bom, damit man wirklich ganz gut diese erste Farbe. Was stresst dich mehr? Ist das so eine Wettbewerbssituation, die ja immer eine Stresssituation ist? Da ist man sofort im Vergleich mit 10, 12 anderen, oder ist so ein ganz normales Konzert, wo... Ich muss ehrlich sagen, in dem Wettbewerb fand ich das überhaupt nicht stressig. Was ich immer auch nicht stressig finde, aber ein bisschen gespannter ist vor der ersten Probe mit einem neuen Orchester. Mhm. Weil dann hat man keine Ahnung, wie das laufen wird, wie die Atmosphäre wird und wie reagiert man. Sind die Orchestermusiker positiv oder wollen die nur sehen, was kann er sowieso? Es ist ein Spur zu lang, diese Achtel. Dadurch kommt es nicht brutal. Es kommt nur laut. Bam! So kurz und scharf wie möglich. Ja? Ganz, ganz brutal. Man spürt, auch wenn man nicht genau den Schlag sieht, man spürt eben, dass der Körper geht mit und es ist einfach Musik machen pur, also bei ihm. Die jungen Dirigenten, finde ich, die haben noch die Lust auszuprobieren. Also sie versuchen, müssen natürlich sich selber entdecken, müssen auch entdecken, wie die Kommunikation mit dem Orchester läuft. Das haben natürlich die alten Hasen drauf. Die wissen mit einer Ansage genau, was sie sagen müssen, damit sie das bekommen. Und bei den Jungen, die suchen auch ihren Weg. Und ich finde es immer ganz spannend, das mitzuverfolgen. Und das finde ich gerade bei Lachaf sehr, sehr schön zu sehen, wie er das gemacht hat, weil er bekommt das, was er will. Gleich nach dem ersten Ton, das ich geschlagen habe und das Orchester reagiert hat, habe ich sofort gemerkt, ja, das geht ganz natürlich. Ich muss jetzt nicht viel sagen, nicht viel zeigen. Ich habe manchmal gemerkt, das Orchester macht so viele Sachen von allein, wenn ich mir das nur vorstelle. Wirklich, es gibt solche Verbindungen manchmal, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Und so habe ich richtig gefühlt, schon bei der ersten Runde vom Wettbewerb. Deswegen war das überhaupt nicht stressig. Also passen wir doch ein bisschen zusammen. Mhm.